Also wenn man bei euch jetzt mal so hier, was so ein Journalist dann gerne macht, Bundesanzeiger aufruft, da stehen ja erstmal Verluste zu Buche. 2013 7,5 Millionen Euro. Ehrlich? Das ist in euren Sphären jetzt nicht irdisch viel. Aber was ist denn so eure Timeline? Ein Startup sagt immer, ich investiere in Wachstum. Mhm. Wann ist denn euer Wachstum sozusagen profitabel? Boah, das sind so Fragen, die kann ich dir nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich kann dir aber sagen, dass wir mit der Monetarisierung extrem gut vorwärts kommen. Wie viel verdient ihr im Monat? Was ist euer Umsatz? Ja, eine gute Frage. Das sagen wir gerade aktuell noch nicht. Größendimension? Ist gut, ist sehr gut. Sehr gut, okay. Mehr als ich erwartet habe. Okay. Die Investoren sind auch happy. Investoren, gutes Stichwort, Zitat. Ich glaube nicht an dein Produkt und Bill macht eigentlich nicht so in Tech-Sachen, aber zeig mal, was du hast. Genau. What's the story behind it? Ich wollte unbedingt Bill Gates als Investor haben und habe dann über ein, zwei Connections die Introduction zu dem Boris bekommen, der de facto Bill berät. Ich bin dann nach Seattle geflogen und das war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, als ich in den Raum reingekommen bin. Und ich dachte so, ey Alter, jetzt bin ich irgendwie 13 Stunden geflogen und das sagst du mir. Aber gut, da zeige ich dir mal, was ich habe. Und habe dann nach 20 Minuten wurde er dann relativ nervös und hat dann angefangen, auf seinem Telefon rumzutickern und hat gesagt, okay, you have to meet Bill. Ich habe mir ja sagen lassen, du hast einen Mac gezückt beim Gründer von Microsoft. Genau, das habe ich in der Sekunde erst gemerkt, als ich... Ohne Witz, hast du doch nicht erst da gemerkt, oder? Wirklich. Ich war sehr fokussiert auf das Meeting, weil ich natürlich unbedingt ihn haben wollte und dann darüber jetzt nicht nachgedacht. Und in der Sekunde, als ich es gezückt habe, habe ich es dann erst gemerkt, so, oh nein. Aber naja, und dann haben wir halt mit der Präsentation angefangen und nach ein paar Slides machte Bill dann diese Bewegung auf meinem Screen. Und wollte halt die Slide vor und zurück gehen. Ich so, stop, that doesn't work. Und er so, it's just a Mac. Dann hast du gesagt, du Arsch, mach hier die Fingerabdrücke wieder. Okay. Ich habe sie behalten, ich habe sie konserviert. Genau, mit so einem Foto, der steht jetzt hier. Nicht schlecht.